Der 73. ordentliche Parteitag der FDP. Ich sprach mit den bekanntesten Köpfen der Freidemokraten. Ist aber egal, wenn man auf den Titan der FDP trifft, Dr. Rudi Rentschler. Es gibt sie noch, die guten Dinge. Herr Rentschler von der FDP ist da. Wie schön. Ja, ist richtig. Deshalb bin ich ja auch dabei. Ja. Was sind Ihre faszinierenden Vorschläge, um die FDP wieder für ältere Leute zu begeistern? Leute begeistern, da muss erstens mal die Rentenbesteuerung von der Doppelbesteuerung befreit werden. Dann darf die Polizei keine Jagd auf ältere Autofahrer machen. Man hört so wenig von Ihnen in der letzten Zeit. Ist das der Trend der Zeit, dass die FDP die einfach die Älteren, die Rechtschaffenden, die was geleistet haben für die Partei, einfach weghaben will? Das Einzige, was fehlt, das ist die Heute-Schau. Die ist immer auf mich zugekommen. Ich weiß nicht, warum die es nicht mehr gemacht haben. Deshalb war ich so bekannt, aber ich werde überall, also mit offenen Armen empfangen. Die Heute-Show redet nicht mehr mit Ihnen? Ich weiß es, keine Ahnung. Die Heute-Schau kam also über Jahrzehnte jedes Mal auf mich zu. Ja. Und dann der Welge hat mal Und jetzt? Jetzt auf einmal kommen die gar nicht mehr. Was waren das denn für Vögel, die da mit Ihnen geredet haben? Das war der Herr Welke. Ja. Mich dann auch einmal, ich war da im Ausland, hat mich sogar ausfindig gemacht, hat angerufen. Du musst dazu, ob ich direkt in die Heute-Schau kommen wollte. Ja. Habe ich gesagt, nee, danke, ich lasse mich doch nicht durch den Kakao ziehen. Naja, nicht von diesem Welke, diesen dahergelaufenen Fernsehfritzen da. Und so würde ich das nicht machen. Nein, ist so ein feiner Kerl. Also nee, man sollte alle Leute mit Respekt behandeln. Das stimmt. Ja, zumal er ja auch ein Kollege ist hier, ZDF. Ja, ja. Aber ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Also ja. Auf meine Stimme wird auch in der Partei gehört. Auf Ihre Stimme wird in der Partei gehört, aber die Heute-Show redet nicht mehr mit Ihnen. Fühlt man sich da so ein bisschen aufs Abstellgleis gestellt? Also was fehlt einem Politiker, wenn man nicht mehr von der Heute-Show interviewt wird? Ja, das war ein Stück zusätzliche Bekanntheit, die man sozusagen gratis bekommt. Also ich habe die gratis bekommen und das ist jetzt nicht mehr da. Also, es war immer schön, wenn ich da irgendwo also gezeigt worden bin. Meine Freundin hat sich immer sehr gefreut, wenn sie mich da gesehen hat, zum Helfen. Ja, vielleicht kommt ja eines Tages eine gute Fee und bringt sie wieder in die Heute-Show. Ja gut, noch besser war, vor 2 Jahren kam ich mal vor 50 Sekunden in Berlin direkt vom Parteitag. Das war echt eine Ehre. Das ist natürlich ein Klopper. Also wenn man da in Berlin direkt ist, ich meine, da kann man 10 Stunden lang in der Heute-Show auftreten, okay, aber 10 Sekunden bei Berlin direkt oder 50 Sekunden. Ich weiß nicht, es waren mehr wie 10 Sekunden. Ja. Das ist natürlich ein Ritterschlag. Ne? Oh ja, das hat mich am meisten gefreut. Ja, nicht so diese Heute-Show, Hajo Beiß. Oh, habe ich auch mitgenommen. Ja, gut, dann nimmt man so mit, ne? Aber 50 Sekunden in der... Vielen Dank, ja, Dankeschön. Dankeschön. Und jetzt geht's nach draußen, ein bisschen Beine vertreten. Sie gucken gerade, woher ich komme? Ja, Sie kommen vom... können Sie mir sagen, wann wollen Sie das ausstrahlen? Naja, wenn alles gut läuft, nächste Woche. Oh, danke. Ja, tschüss. Schön, dass es Sie noch gibt. Dankeschön. So, Kinder, ich hoffe, die Kamera läuft, denn ich halte nicht an. Abonniert den Kanal hier. Danke, euer Gernot Hassknecht. So, ich gehe wieder nach Hause. Schönen Feierabend, Jürgen. Ciao.